So, bevor das heutige Video beginnt, möchte ich noch kurz sagen, diese Map habe ich auf dem Minecraft-Industry Marketplace gefunden, also über mein Handy, aber im Google Play Store, habe gesehen, Ereignis, okay, Minecraft, gibt es Maps kostenlos, habe gedacht, guckst du dir mal an. Ich meine, es gibt ja schon geile Maps hier in der Windows 10 Edition. Und da habe ich diese Map gefunden, habe gedacht, gut, die kann man doch auch mal im Video spielen. Und zwar ist es unsere Aufgabe, diesen Roboter immer auf diesen Goldblock zu steuern, das ist natürlich jetzt Level 1. Und wir sind heute bis Level 15 gekommen. Wie kommt ihr auf diese Map drauf? Und zwar, ihr geht auch übers Handy. Oder egal wie, ihr geht da unten auf Marketplace, geht auf die Education Collection. Und hier seht ihr schon relativ viele, die ich auch freigeschaltet habe und alles. Das wäre eigentlich auch ganz witzig. Das scheint anscheinend vom gleichen Ding zu sein wie Logic. Ja, vom gleichen. Und ja, ich kann ja auch mal eine Link zu dem Ding in die Beschreibung packen. Ist alles hier kostenlos. Alle Sachen in dieser Rubrik Education Collection ist kostenlos. Und ja, wir denken, wir werden davon auch mal hier irgendwie Bienen sowas angucken oder nochmal was anderes angucken. Inselinspiration kenne ich schon, die war schon vorher da. Fand ich es nicht so geil, aber irgendwie so das hier oder so. Das sieht schon interessant aus. Freue mich drauf und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen, meine lieben Angefreunde. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich habe eine Map entdeckt, wo ich mir gedacht habe, die musst du mal ausprobieren. Und diese Map heißt Lodge 0, Logic 0. Und soweit ich verstanden habe, ist es unsere Aufgabe, diesen Roboter auf das Ding ja, zu bewegen. So, das heißt, so müssen wir einen hinmachen und es klappt. Also, vorwärts, vorwärts, vorwärts. Genau, aber jetzt. Gut, jetzt haben wir auch Drehblöcke. Das heißt, um 1, 2, 3 nach vorne und dann drehen. 1, 2, 3 Blöcke nach vorne, dann drehen. Und dann 1, 2, 3. 2, 3, so. Und. Ah, jetzt muss es also in eine. Muss es also in eine Reihe setzen. Gut. Das heißt nach vorne. Dann drehen. Dann 1, 2 nach vorne. 1, 2 nach vorne, dann drehen, 1, 2 nach vorne, 1, 2 nach vorne, drehen und 1 nach vorne und drehen, zack, Success, 1, 2, 3 nach vorne drehen und dann wieder 3 nach vorne, 1, 2, 3 nach vorne, drehen, 1, 2 und 3 nach vorne und run. Ja. Drehen. Warte. So. Gut. Dann müssen wir den noch ein bisschen weiter drehen. Und also 1, 2, 3, so, jetzt aber. Genau, und geschafft. Success, next level an. Was ist eigentlich überhaupt das da oben? Aha. So komme ich also dann hoch.
Eins, zwei, drei, viermal rückwärts. So. Zweimal vorwärts bewegen. Na super. Das war ein rückwärts, das heißt, wir gehen eins nach vorne, zwei nach vorne, drei nach vorne. Und das war ein zweit. Nee, doch nicht. Das hebt sich das auf. Das hebt sich das auf. Eins nach vorne. Zwei nach vorne. Drehen. Ah, da gucken wir mal, passt das jetzt so? Genau. Und dann, wie viele nach vorne? Zwei nach vorne. So. Und run. Zack. Drehen. Achso, eine coole Idee kann ich tatsächlich auch mal probieren, selber Minecraft zu bauen. Und zwar nach 1, 2, 3, 4, 5. Nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5. Dann einmal nach links drehen. Und da wir jetzt diese Backblöcke haben, noch 1, 2, 3, 4 rückwärts. 1, 2, 3, 4. So. So, geschafft. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Nach vorne. So, der pusht ihn also dann in diese Richtung. Das heißt, dann sind wir schon hier. Dann 1, 2, 3 mal drehen. Und 3 nach vorne. 1, 2, 3. Und 1. Zwei nach vorne. Ich hoffe, das ist so. Ah. Gut, dass ich dann eigentlich auch mal verstehe. Das heißt, da muss ich drehen wahrscheinlich selber machen. Eins, zwei, drei. Und nochmal dann eins, zwei, drei, vier nach vorne. Eins, zwei, drei, vier. So. Run. Zwei, Success. So, das ist nach rechts drehen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nach vorne und einmal drehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nach vorne. Einmal drehen. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wieder nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nach vorne. Dann wieder drehen. Und dann wieder 2, 4, 6, 7. So. Dann drehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und run. So. Gut. 2, 4, 6, 7 nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 nach vorne. Drehen. 1. Ja. Okay, gut. Perfekt. Passt denn ja. So. 2, 4, 5 nach vorne. 2 nach drüben. 1, 2, 3, 4, 5. Dann nach rechts drehen. Dann zwei nach vorne und wieder nach rechts drehen. Ja, macht das überhaupt Sinn?
Ich kann ja das hier loopen. So, jetzt müssen wir das Ganze mal Reset Level. So. Also. Wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Ich muss auf jeden Fall nach vorne gehen. Und dann loopt er hier das hier. 3 Blöcke lassen sich loopen. So. Frage ist, ob er das so lange ausführt, bis am Ende ist, oder... Ich probiere es auch mal aus. Dann nach rechts drehen. Eins, zwei. So, das heißt, wir sind so. Eins kommt ja von zwei. Ah, drei. Quasi läuft so, kommt nicht weiter, dreht sich nach so, kommt dann bis nach hier hin, dreht sich dann so und macht dann so. Das 1 dann so, kommt dann da nach vorne. Probiere ich es auch mal so aus. Läuft so, dass es funktioniert. No. Aha. Das ist aber auch nur ein. 2, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, wenn ich jetzt hier als erstes nach da drehe. 2, 3. Dann bin ich so. Dann kann ich rückwärts aus. Dann kann ich jetzt hier rückwärts, rückwärts. Und dann hole ich mal so aus. Zack, 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 zack. Chip. Success. Gut. Dann hat es nicht funktioniert. 3 nach vorne, 4 nach drüben und 4 nach unten. 3 nach vorne. So. Drei nach vorne, drei nach vorne, drei nach vorne. Also es ist eigentlich immer 3 nach vorne. So. 3 nach vorne. Und einmal nach links drehen. So. Und run. So. Success. Das heißt, dieser komische ist vorwärts, so drin, so drin. Also einmal vorwärts, nach da drehen, also nach rechts drehen, vorwärts, links drehen. Dann nach nach rechts drehen, vorwärts, lass mich hier so, nach links drehen. So, und wenn ich das jetzt hier so loope, okay, gut, das heißt, dann muss ich es so rum immer hin platzieren.
Eigentlich ist das unnötig, dann machen wir einfach so. Zack, zack, zack. Und tun das Ding wieder reinleiten. Zack. Ja, perfekt. Und wir sind im Ziel. Und bei Level 15. Ja. Würde ich eigentlich sagen, Level 15 ist doch ein perfekter Abschluss für diese Folge. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr von sowas sehen wollt, ob ihr mehr sehen wollt, wie ich hier ein weiteres Level spiele, ob ihr vielleicht auch wollt, dass ich so eine Map selber baue. Und ja. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Und ciao, Leute.